Hallo, heute stelle ich euch das Android Open Source APS Smartphone Projekt vor. Die Android APS, kurz AAPS genannt, ist für Leute mit insulinabhängigem Diabetes. Die AAPS ist eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Diese App soll helfen, die Blutzuckerwerte in gewohnten Bahnen zu halten. APS steht für Artifactical Pancreas System. Entschuldigt, ich muss manchmal nachlesen. Solche Sachen kann ich mir nicht ganz merken. Die Hauptkomponenten des Systems sind ein kontinuierliches Glukosemesssystem, sprich ein CGM, von verschiedenen Anbietern angeboten, die das CE-Kennzeichen haben. Die zweite Komponente ist eine Bluetooth-fähige Insulinpumpe, die für dieses System funktioniert. Diese können aus der Liste auf der Seite entnommen werden. Die dritte Komponente ist ein Android-Handy, auf die du die App später draufspielen kannst. Wichtig ist, die ganze App ist eine Open-Source-Geschichte. Es gibt keinen Support, sondern man muss sich immer selber helfen, beziehungsweise in den Communities gibt es sehr, sehr gute und viel kompetente Menschen, die uns da sehr gut helfen, um Probleme zu lösen. Was macht Open Android APS? Dieses System ist ein Regelsystem, das über die erfassten Glukosewerte im CGM und den Kohlenhydraten, die wir eingegeben haben, und unserer Basalrate versuchen, den Blutzuckerwert im Bereich zwischen 80 und 180 zu lassen. Dafür werden entweder Supermikrobolus abgegeben oder die Basalrate angepasst, je nachdem, wo man sich in diesem Programm gerade befindet. Wichtig ist, dass sowohl CGM als auch die Insulinpumpe das CE-Prüfzeichen haben, damit sie dafür zugelassen sind. Ein weiterer Faktor ist, dass Android APS keine künstliche Intelligenz besitzt. Das heißt, das komplette Regelsystem ist darauf angewiesen, die korrekten Basisdaten einzugeben. Zu den Basisdaten gehört die Basalrate, was wir über Basalratenprofile erfassen können. Dazu gehört die Kohlenhydratabsorption, wie viele Kohlenhydrate werden von einer Einheit Insulin abgedeckt. Dazu gehört aber auch der Insulinsensitivitätsfaktor und vieles mehr. Daraus kann dann die App oder vielmehr der Algorithmus die richtigen Schlüsse ziehen und den Blutzucker versuchen entsprechend in den korrekten Bahnen zu halten. Das heißt aber auch, dass die Insulinzufuhr steigt oder sinkt, je nachdem, wie sich unser Blutzucker verhält. Steigt er, gibt es mehr Basal. Fällt er, gibt es weniger Basal, bis zu 0 Basal, und dieser Wert kann sich alle 5 Minuten ändern. Wichtig ist, dass die Daten, die wir eingeben, aus Sicherheitsgründen vom System verifiziert, sprich überprüft werden, damit, wenn irgendwelche Werte drin sind, die absolut keinen Sinn ergeben, vom System nicht angenommen werden. Dann ist nicht das System kaputt, sondern wir müssen uns nochmal alles in aller Ruhe durchlesen und schauen, was passiert. Die App selbst muss selbst geschrieben bzw. compiled werden. Das heißt, das Programm gibt es bereits, aber es gibt einige Wege, dieses Programm selber zu schreiben, um es dann später als funktionierende App zu den anderen benötigten Apps zu installieren. Nochmal kurz zu den Hauptkomponenten. Die Hauptkomponenten sind A, eine Insulinpumpe, B, ein CGM-System und C, ein Android-fähiges Handy. Was auch noch sehr, sehr hilfreich ist, ist eine Smartwatch, denn es gibt einige Watches, über die wir auch die App und unsere Insulinzufuhr steuern können. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wer mich abonnieren möchte, kann mich hier oben abonnieren. Im nächsten Video möchte ich euch dann die nächsten Schritte vorstellen. Wer nicht warten möchte, kann unten in der Infoleiste, also hier unten, nachgucken. Dort verlinke ich euch die Internetadresse der Hauptseite
Dort könnt ihr alles nachlesen. Wer weiter Interesse hat, kann natürlich gerne bleiben. Danke. Tschüss.